Wenn, dann eher Curry-Ketchup. Aber so richtig Tomaten-Ketchup, nicht so geil. Ja, Mayo ist geil. Naja, ich hatte übrigens auch eine Currywurst, aber die habe ich schon vor der Dings gegessen. So, dann machen wir mal weiter, ne? Ich habe jetzt zum Glück noch dran gedacht, den Safe State zu setzen. Boah, jetzt muss meine Hose wieder wechseln morgen, ey. Ich meine, ich habe sie zwar noch nicht, ich habe sie schon seit ein paar Tagen an, aber hey. So, hui, der Spaß hier war ja eigentlich ganz lustig. Ich habe jetzt gar nicht direkt Hallo für YouTube und so gesagt. Ich werde da schon irgendeinen coolen Zeitpunkt zum Schneiden finden. Achso, 12 Minuten. Das heißt, ich muss dann denken, am Ende 10 Minuten länger zu machen. Wieso bin ich jetzt gesprungen? Ich habe immer Angst, zu so viel oder ungesund zu essen. Ja, ich habe es auch so halb. Also viel esse ich ja eigentlich nicht mehr. Wie gesagt, früher habe ich echt fast immer noch eine zweite Portion gegessen oder dachte, oder mal zwischendurch irgendwie. Was mache ich halt mittlerweile eigentlich eher wenig. Aber ich achte jetzt nicht speziell darauf, was ich esse. Aber manchmal habe ich dann auch immer so ein bisschen schlechtes Gewissen. Beispiel jetzt, weil ich gerade erst gestern Pizza gegessen habe. Und jetzt schon wieder hier Currywurst Pommes und dann. Aber es ist einfach zu lecker. Da kann ich doch nicht Nein sagen. So, kriege ich die? Ja. Wie, war da eigentlich schon irgendwo? Oh, ein Lumm wollte ich gerade sagen. Boah, das war sowas von perfekt. Getimed gerade. Leckt mich am Arsch. Checkpoint. Oh mein Gott, das Ding ist schon verbuggt. Ich glaube, da ich pumpe, muss ich so 3000 Kalorien zu mir daily nehmen und ich habe nur so 2000. Deswegen fresse ich jetzt voll. Ich merke schon, mein Body wird muskulöser. Und ich so, gut, halt nicht. Jetzt, wo ich mich so selber mit der Lampe sehe, ich glaube, ich werde mir demnächst mal eine neue Lampe kaufen. Dann sehe ich nicht mehr so hässlich aus. Ich sehe auch mal voll blass aus, finde ich, in den Streams. Ah, so bin ich gar nicht. Ich bin viel sexier. Bitte, glaub mir. Ich mache ja hier Home Sport, ne? Ich gehe ja, gestern haben 15.07. heftig Kniebeugen und Bankdrücken Anstrengung. Dass man ein Datum dazu schreiben muss, finde ich lustig. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Auf jeden Fall, ich gehe ja mal. Ich ruder ja. Oh mein Gott, ich habe wieder A gedrückt, ich Affe. Ich ruder ja mal mit so einem Rudergerät. Da bekommen wir morgen ein neues, was eigentlich schon so ein bisschen kaputt ist. Leider so. Der Sensor irgendwie, den habe ich zerstört. Mit dem langen Ruder und plötzlich macht so BOFF und dieser Sensor, der dann quasi misst, wie viel man so gemacht hat und so, der ist einfach voll kaputt gegangen. Naja, und dann eigentlich will ich auch abends immer noch auf dem Trimmrad fahren, aber in letzter Zeit hatte ich ja mal keinen Bock zu. Jetzt rede ich hier gerade über Stuff und habe nicht gesehen, dass Hi, I'm Juso hier ist. Nein, Datum muss man nicht, da war ich mal. Ich liebe dich auch. Hier war noch ein Secret Room. Ich höre ja auch gerade hier dieses Scheiß, also, jetzt verstehe ich auch, warum ich liebe dich auch. Das habe ich vorhin in TS geschrieben, ich erinnere mich. Ich höre ja auch gerade so einen Käfig. Das heißt, der muss irgendwo sein. Da war das. Hui! Hallo. Boah, ich habe das Spiel so 50% intus mittlerweile. An ein paar Sachen kann ich mich noch erinnern, das ist schön. Wow, ich habe ein Ding übersprungen. Boing. Also, wo bin ich? Da bin ich. Oh. Ja, du meinst es, du hast uns lieb, wenn ich mich nicht irre. Ja. Irgendwie sowas habe ich geschrieben. Ich habe lieb und bin jetzt weg, weil Stream. Oh. Wenn schon, fall ich natürlich ganz runter. La 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 la. Hallo. Yay! Ich finde es halt schön, wie er sich manchmal freut, wenn ich was befreie, manchmal aber nicht. Ich hab's auch nicht so ganz begriffen. So, bin ich too cool for school, um da irgendwie. Hör auf, automatisch zu laufen, Raymond. Um darauf zu landen. Ich glaube, nein. Boah, jetzt lieben wir dich alle. Einfach die Emotes gestealt und umgedreht. Aber du bist ja.
Boah, Mr. Glaurino von Neuer Bastard. Boah, Alter. In Rare waren aber im Secret noch so 6 Lumps oder so. Bisschen leer und gäbig. Ja. Da mussten sie halt irgendwie. Ne, eigentlich müssen sie hier ja mehr Lumps füllen. So, und hier habe ich irgendeine Folge angefangen hinter diesem Ding, ne? Den nehme ich mich noch. In Revolution, also in dem Let's Play. Oder nee, doch nicht. Moment, habe ich doch verwechselt. So, irgendwas sollte ich doch hier noch im letzten, also in dem Revolution Livestream machen. Irgendwas war da doch. Ich mache jetzt noch einen McCree Headshot 1 vs 1 gegen Happy. Vielleicht auch mit Best. Wenn alle Stricke reißen. Ui. Ich fand es ein bisschen lustig vorhin. Ah. Das müssen wir über Zeiten wiederholen. Aber ich kann nicht. Muss einem arm- und beinlosen Typen dabei helfen, Masken zu finden. Ich habe das Ding weggeworfen. Und ich fall selber runter. Nein. Gut, aber im Käfig sind ja immer Lumps, die der Invisivision. Und da war jetzt ein Fünfer drin, also hat sich das ziemlich kompensiert. Oh mein Gott, Fachbegriffe. Chlorino from the other side. Lustig. Arsch. Das ist halt echt. Ich wusste nicht mal, dass die Geschützform vom Besten im Kopf hat. In dem Sinne. Fand ich interessant. Wie ihr einfach keine Chance hattet. Es war schön, weil ich ein bisschen gebumst wurde. Von der passt das schon. Habe ich das wieder rübergeworfen? Nein, ich habe mich selber rübergeworfen. Nein, habe ich nicht. Wie du dich daran erinnerst, das waren Zeiten. Der lila Lum, der dich so weggeboxt hat. Oh, das weiß ich jetzt. Ah, oh, irgendwas war da doch. Irgendwas war da mal. Sagen, bleib stehen. Ich mag die verbuggte Steuerung hier nicht. Liegt wahrscheinlich am Emulator oder Controller. Oder meine Inkompetenz. Das ist alles möglich. Oh yeah, brat mich. Da stehe ich drauf. Wie, 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 wie. Warum sind die so viele Mann? Startet Overwatch und kann Vögel singen hören. Da kommen die Erinnerungen intensiver hoch. Gleich intensiver hoch. Der war das, richtig? Ich möchte meine Rache, bitte. Achso, der hat quasi. Ach, warte mal, stimmt, der führt einem ja wieder nach oben, ne? Oh, jetzt ist er weg, scheiße. Der führt einen wieder nach oben, dann bin ich auch irgendwo oben gegen gefahren oder so. Ja, und die Sichtweite in dem Spiel ist auch eher so 3 Meter, wenn es hochkommt. Hey, komm, mach es aber normal. Wow, mal gucken, ob ich wieder wegfliege. Oh mein Gott. Wow, Maria. Ja, du machst es nochmal. Nur für dich. Würde mich halt irgendwie cool im Kreis drehen hier. Woo! Ach, funktioniert nicht. Kamera ist invertiert. Das verwirrt mich. So, mal gucken, was er mit mir macht. Der Sack. Gar nichts. Schade eigentlich. So, bin ich cool genug fürs Abkürzen? Was glaubt ihr? Du. Ich bin sowas von nicht zu cool, nicht cool genug fürs Abkürzen. Oder ich sterbe einfach so. Okay. Also, der ist weggeboxt. Ich hätte nie gedacht, dass du das nochmal machst. Ich liebe dich. Alles klar. Tja, also. In dem Sinne, bis dann und viel Spaß. Kann ich jetzt leider nicht raufklicken. Weil ich. Ach nee, ich habe ja sogar Fenstermodus hier, ne? Wegen des komischen schwarzen Kastens unten rechts in der Aufnahme. Mann, was war das denn? Ich habe vorhin ein bisschen rumprobiert mit OBS-Aufnahmen. Ich glaube, ich werde in Zukunft auch die PC-Spiele mit OBS aufnehmen. Das Problem war mit dem Steam-Overlay. Das wollte ich halt immer mit drin haben, wenn ich Errungenschaften oder so kriege. Ja, so viel Pingelkram muss sein. Leck mich am Arsch, das war knapp. Ah, ich habe noch irgendwas hingekriegt. Gibt es keine Lags mehr in Videos? Ja! War noch nie so glücklich. Boah, jetzt geh doch mal weg hier. Die komischen Wollknäuel.
wie in Chihiros Reise ins Zauberland. Bester Filmtitel. Ach, warte mal. Ach, nee, warte mal. Warte mal, ach nee, warte mal. Wie war das denn nochmal genau? Ach, ich weiß wieder, wie das war. So, muss ich erstmal herholen. Dupti, 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 du schaffst das beim ersten Mal. Bleib genau stehen, das ist vorbildlich. So, dann drehen wir mal nach hinten. Oh, er ist sogar mitgekommen. Moment, das ergibt eigentlich keinen Sinn, ist mir gerade mal aufgefallen. Ach, das funktioniert. Ja, Umba müsste ja gleich eigentlich kommen, oder? Oder bald. Boah, jetzt... Mach doch mal. Was wollte ich sagen? Ich habe eine Frage. Bleib mal kurz in dieser Sektion. Du siehst Plattformen überall und unten und wo... Und so ist überall schwarz. Was denkst du, wo ist Raymond gerade? Überall nur schwärze und ewig schwarze Tiefe. Was erwartet jemanden unten, wenn man fällt? Guru werfen auf Laumen haben wohl und so weiter. Ja, ich habe das selber nicht bekommen. Keine Ahnung. Das bodenlose Loch. Das ist wie bei hier SpongeBob. Wie war das nochmal? Mit diesem komischen Riss, den der fliegende Holländer geöffnet hat. Wo irgendwie gar nichts passiert ist. Weiß ich sogar. Ja, Mann. Ich habe doch ein gutes Gedächtnis. Das wisst ihr doch. Mann, wieso spreche ich in der Mehrzahl, Mann? Ich bin alleine. Aber das wird ja auch noch halbwegs gut auf YouTube geguckt. Also von daher will ich mich mal gar nicht beschweren. Rayman kommt halt immer an irgendwie. Plopp. Zeit, dass ich Hoodlums Revenge mache, wa? Aber das machen wir da noch. Da mache ich erstmal, obwohl es wird, glaube ich, sogar das nächste Rayman-Spiel dann in dem Sinne. Wie Rayman ich schon gemacht habe? Ich habe zweimal Revolution, zweimal Rayman 3, einmal Rayman 2 und einmal Rayman 1. Und Rayman 1 möchte ich nie wieder in meinem Leben sehen. Danke. Dann Hoodlums Revenge, dann mache ich wahrscheinlich Origins und dann... Hi, I'm, ist er da? Marvin. Ist er überhaupt noch da? Und ihr versteht euch anscheinend sehr gut. Ja, wir kennen uns halt, ne? Wir lieben uns. Besser als mit mir. Ja, so gesehen schon, ne? Ich kenne ihn halt auch privat. So, mehr oder weniger. Wollte gerade sagen, ist er überhaupt noch da? Wahrscheinlich spielt er gerade mit Happy Overwatch und hört zu, während ich hier über ihn lästere. Ich dachte, aus uns wäre etwas, aber nein, beide, Spaß. Trotzdem mal ein Weinsmiley. Trotzdem bin ich sad. Jetzt wollte ich irgendeinen coolen, keine Ahnung, was sagen, aber mir ist es eingefallen. So, was mache ich denn hier? Die Stelle habe ich schon im Stream wieder nicht gecheckt, ne? Jetzt check ich sie gerade schon wieder nicht mehr. Guck mal, da nicht irgendwie abkürzen. Ach, hier muss ich hoch, genau. So würde ich sagen, dann wahrscheinlich Origins und dann Legends und dann sind wir alle glücklich. Aber Leon, du musst noch Rayman M machen. Mal gucken. Oh. Geil, dass die da rote Dinger einbauen, obwohl ich die so oder so einsammle. Kann man machen? Muss man aber nicht. So, ist eine Schlucht? Nein, das ist eine Wand. Oh, 9 sad faces in a row. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt 10. Nee, keine Row mehr. Saints Row. Boah, jetzt. Nein, ich muss das Ding da erstmal holen. Hui. Ich stell mich aber unter, mach den, dann mach ich so. 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 Ja, Rayman M. Ja, mal gucken. Was gibt's denn noch für Rayman-Spieler eigentlich? Also es gibt noch, also so. Ja, also wie Rayman Gold, das ist ja quasi Rayman 1, das heißt, das werde ich nie machen. Oder Rayman Junior oder so eine Scheiße, die werde ich halt einfach nicht machen, glaube ich. Ansonsten Raving Rabbits ist ja eigentlich auch. Sollte ich eigentlich schon aus Prinzip wahrscheinlich nicht machen. Ansonsten, ich sollte vielleicht einfach darauf springen, das ist glaube ich sicherer. Da muss ich gucken. Was gibt's denn noch so? Ich kenne mich ja nicht so aus gerade. Ja, das war's doch eigentlich auch schon, oder? Oder sprudel Scheiße. Was?
Die mache ich die doch mal. Obwohl, die kann ich ja gar nicht. Gibt's ja gar nicht. Keine Spurude. Ha! Ha! Vielleicht auch in der N64-Version. Ja, ja, ich muss die ganzen Rayman 2-Versionen spielen, die es gibt. Aber nee. Vielleicht. Weiß man nicht. Guck mal, jetzt kann ich plötzlich... Jetzt kann ich auch plötzlich aufladen. What the fuck? Das ging doch letztes Mal irgendwie nicht. Fliegt der auch so cool? Macht so coole Explosionen? Leute, aufgeladene breit ab. Was ein Luxus. Bin ich gar nicht gewohnt. Hol mir noch eine Schüssel für Chips. Ich fresse jetzt. Rayman Junior, KP, Rayman Rush, Rayman MPS1 Version. Ach so. Ist es wirklich ein Remake? Oder ist es quasi eine Fortsetzung nochmal im gleichen Stil, ein Spiel? Rayman Gold, Rayman 1. Nee. Nein, ich werde Rayman Gold nicht spielen. Du kannst mich zu nichts zwingen. Und dann diese ganzen anderen Versionen von Rayman 2 und Rayman 3 für DS. Ja, blöd, dass ich die Hälfte von denen nicht spielen kann, weil ich kein DS oder 3DS habe. Gott, es gibt so viele Raymans, wa? Rayman-Version. Ist Rayman 3D und Rayman DS eigentlich quasi das gleiche? Weil dann wäre es ja sogar theoretisch nochmal eine Möglichkeit, weil so sich nochmal ein anderes Spiel ist. Ui. Das heißt, dann könnte ich sogar sagen, so, yo, noch ein Let's Play. Oh, ich weiß ja nicht. Hier habe ich ein Part mal angefangen. Scheiße. Ich wollte cool wegspringen, nicht funktioniert. So, da du ETC geschrieben hast, gehe ich davon aus, dass du meine Kommentare schon nicht mehr mitbekommen hast, die ich abgegeben habe. Da werde ich jetzt gleich nochmal sagen. Pio. Pi. Ach, ich wollte sagen, bitte ohne sterben. So, wo sind wir denn hier? Ich habe auch einfach viele Passagen schon wieder vergessen. Rayman DS gleich Rayman 3 für den DS. Rayman 3D, Rayman 2 für den 3DS. Ach echt? Ich dachte, DS wäre auch Rayman 2. Ich dachte, Rayman 2 wäre das Spiel, was ohne Ende geremaked wurde. Ach so. Rayman 2 für den 3DS. Aber unnötig irgendwie. Einfach nur auf dem 3DS explodieren. Das war... Das war's. Wow, Ubisoft. Ja, gut. Revolution hat ja immerhin noch eine Oberwelt. Die fehlt dann ja auch in 3D wieder, ne? Kannst ja das... Ah! Hier, du bist auch Rayman-Fan. Du kannst ja Rayman, wenn du es nicht so getan hast, Rayman 3D von Black Link angucken. Die kenne ich sogar. Kannst du Werbung für mich machen. Wow. Das ist auch sein erfolgreichstes Projekt. Nur hat er danach nie wieder Rayman gemacht. Hm. Ich habe viel, viel besser als er. Oh mein Gott. Ich habe Beziehungsverbindung. So. Muppt. Ich stand da gerade muppt. Achso, das war das SZ. Aha. Muppt du nach hinten drücken. Okay. Generell, Revolution ist ja vieles an. Ja. Aber hauptsächlich oder am markantesten ist aber die Oberwelt. Vermutlich. Und ich springe hier gerade rüber. Scheiße. Keine Änderungen. Bam bam. Den den. Mein Gott. Das ist gefährlich hier, was hier gang und gäbe ist. Oh mein Gott. Wow, Alter, das war ein Sprung. Overworld und Backtracking und alles. Ja, na, wobei es hier ja auch noch machen muss, ne? Wie ist das eigentlich? Ich habe ja in dem einen Gebiet, im Anfangsgebiet, noch nicht alle Lums. Was brauche ich denn dafür eigentlich? Oder warum konnte ich die noch nicht holen? Ich meine, welches Item, welche Fähigkeit fehlt mir dafür? Ich habe hier so eine Strähne, die scheinbar keinen Haarspray abbekommen hat. Ganz schön frech. So, jetzt bin ich hier und das Spiel leckt erstmal rum. Oh, da ist einer in der Mitte. Das heißt, ich muss tatsächlich exakt den treffen, wenn ich runterspringe, wa?
Panik! So. Okay. So, dann springt er mal darüber. Hol mir erstmal den gelben Lumm. Immer so die PS1-Version LP'en. 8 und Lumms. Grund genug, das zu LP'en. Oh, nein! So, warte mal, dann muss ich jetzt aber mal gucken. Wie kriege ich den denn da am besten? Oder von welcher Seite? Boah, wenn ich gleich runterfalle, dann köpfe ich mich. Vor laufender Kamera. Das wäre mein Twitch-Prank, wa? Geil. Köpfen-Prank! Bomben-Prank! Oh mein Gott. Ich habe den Bomben-Prank übrigens nicht gesehen, aber... Ich habe Twitter gelesen.